Problem mit Altersdiskriminierung verwechseln, mit Sexismus. Fange ich mit John Paul an. John Paul ist im Integrationsbeirat Pankow. Gemerkt, dass dann rum argumentiert wird, ist es eine Möglichkeit auch zu sagen, wir haben eine Quote, es muss sein. Danke. Wenn man sieht, diese Struktur Rassismus ist natürlich verbunden mit Ausbildung in der Schule, im Beholder. Und das ist nicht nur die Rassismus, die man auf die Straße einfach sehen, sondern auch in die Schule drin, die Häuser drin. Diese Diskriminierung ist auch festzustellen. In unserem Bezirk in Pankow, ich leite diese Rat für Migranten Pankow seit über 3 Jahren jetzt. Vorher hat der andere meine Vorgänger geleitet. Wir haben diese stark engagiert gegen diese Diskriminierung, Rassismus in Pankow. Versucht durchzusetzen, indem wir in diesem Rat gleiche Berechtigung für Schwarz- bzw. Ausländer oder Migranten mit Migrationshintergrund durchzusetzen. Und daher, wenn man sieht, das sind viele Wahlprogramme, Bezirke, in jeder Partei sagt, okay, wir kämpfen gegen die Diskriminierung, wir kämpfen gegen Rassismus, wir kämpfen diese Angriffe auf alle Menschen, die andere Hautfarbe haben. Aber das ist nur im Schritt. Wir wollen, dass ein Tat in Praxis kommt. Und es ist auch zu sehen, dass im Ostteil meistens weniger Migranten die Arbeit haben, die wirklich in Öffentlichkeit arbeiten, sie sind die Behörde und sowas. Deshalb kam auch diese Idee zu Quote. Die Idee von Quote ist so, dass wir versuchen, dass jede Institution im Bezirk, Behörde, Polizei, Ordnungsamt, dass ein bestimmtes Prozentual für Ausländer oder beziehungsweise für Migranten schaffen, mit einem Artikel in ganz Gesetz von Pankow, dass mindestens diese Migranten, die hier leben oder die hier studiert haben, mit hochqualifiziert sind. Und leider durch diese Diskriminierung, diesen Rassismus, bekommen wir keine Arbeit. Und stattdessen, man sieht, dass hohe Akademiker mit Diplom, mit Doktor, sie landen hinter den Küche, Teller waschen oder Reinigung, obwohl sie wirklich qualifiziert und Know-how haben für diese Arbeit. Deshalb setzen wir durch immer noch, wir kämpfen, um diese Quota zu bekommen, im Jobcenter, im Bürgeramt und sowas. Ja. Dann denke ich, dass auf dem Weg und wir schreiben jetzt Integrationskonzept für den Bezirk Pankow und ich hoffe, dass vielleicht wir durchkommen. Danke, John Paul.